Hi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, wie immer, euch allen geht es gut. Wir starten auf jeden Fall gemütlich ins Wochenende mit diesem Video. Die Zuschauerin hatte mir geschrieben, sie hätte mich auf das Thema aufmerksam gemacht. Später erst habe ich dann durch TikTok auch davon so ein bisschen was erfahren und ich will euch mal so ein bisschen meine Meinung dazu geben. Erstmal werde ich euch erklären, was überhaupt genau vorgefallen ist. Alles fing nämlich mit letzter Woche Donnerstag an. Vielleicht wissen es einige, vielleicht nicht. Jimmy Blue Ochsenknecht. Ich kannte den ehrlich gesagt nur aus meiner Kindheit. Okay, ich habe früher... Ich weiß gar nicht, wo hat er mitgespielt? Wilde Kerle oder sowas? Habe ich nie geschaut. Aber man kannte ihn. Woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, das war auf jeden Fall vor meiner Auswanderung, dass er und Jelis zusammengekommen sind. Jelis hat mal beim Bachelor mitgemacht und die beiden, keine Ahnung, wie das Ganze passiert ist. Jedenfalls sind sie zusammengekommen und sie haben ein Kind bekommen. Wir wissen, dass das Ganze nicht so schön ausging. Okay, alles wurde nach außen hingetragen. Jelis hatte wohl Stress mit Jimmy Blue und mit der ganzen Familie, mit der ganzen Ochsenknecht-Familie. Ich glaube, für Jelis war das auf jeden Fall ein Relief, dass sie nicht mehr viel mit denen zu tun hat. Ich meine, mich zu erinnern, dass Jelis mal eine Story gemacht hat. Ich habe mir damals die Stories angeschaut, um einfach ne, zu catchen, worum geht es hier eigentlich. Und ich meine, dass generell über dieses Familienthema der Ochsenknechts gesprochen worden ist und das nicht im positiven Sinne, also dass generell dieses Zusammensein miteinander nicht ganz gesund ist, so was vermittelt worden ist. Es wurde nicht wortwörtlich gesagt, aber was dem Zuschauer quasi vermittelt worden ist. Worum es jetzt geht und worüber sich sehr viele aufregen, selbst die Familie von Jimmy Blue Ochsenknecht, hört zu. Letzte Woche am 15. hat Jimmy Blue ein Reaction-Video gedreht. Es geht um die Folge Die Ochsenknechts. Da wollte Jimmy Blue, by the way, nicht mitmachen. Er hat um seine Privatsphäre gebeten. Das, was alle sehr auf die Spitze treibt, ist, dass Jimmy Blue Ochsenknecht in dieser Reaction-Folge gesagt hat, dass er unfreiwilliger Erzeuger seiner Tochter Snow ist. Ich möchte jetzt einmal was zu diesem Thema sagen, auch zum Thema Vaterschaft, wie auch immer. Es gibt einen Unterschied zwischen Vater sein, vor allem freiwilliger Vater, oder Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, unfreiwilliger Erzeuger. Ich finde es auch überhaupt nicht gut, dass ein Kind in dem jungen Alter vor die Kamera gezogen wird. Das wird ja jetzt instrumentalisiert, oder wie es heißt. Das heißt, es wird jetzt schon benutzt, vor die Kamera gezerrt. Überall sind Berichte darüber, das wird es irgendwann mal lesen, das Kind. Okay? Ich kann aus Erfahrung sprechen, weil ich bin auch, war auch vor der Kamera, seitdem ich ein Kind bin. Und ich werde jetzt erst erwachsen mit Anfang 30. Ich sage jetzt erst, ich weiß, was ich will, lerne immer noch dazu. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen und ein Teil meiner Kindheit hat da schon gefehlt. Ich hatte super viel Spaß, es war eine geile Zeit, ja. Aber es hat nichts mit Selbstständigkeit und Erwachsenwerden zu tun. Und deswegen bin ich auch zwischendrin mal finanziell auf die Schnauze gefallen, ja. Aber habe mich immer wieder hochgekämpft. Das war alles für mich kein Problem. Und jeder im Internet war so like, what the fuck? Was redet der? Jeder von uns war like, what the fuck? Weil soweit wir uns noch daran erinnern können, war das schon ein Wunschkind? Jelis hatte das selber gesagt, dass sie 4 Monate es gemacht haben, ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen, und damit endlich mal ein Baby entsteht. So. Diese ganze Situation hat Jelis auf jeden Fall sehr aufgewühlt, was sehr nachvollziehbar ist. Sie ist in die Instagram-Story gerannt, hat gesagt, ja, von wegen, das reicht jetzt. Dieser Mann wird mein Kind nicht mehr sehen. Was voll verständlich ist, wie kannst du so eine verdammt dumme Aussage im Internet treffen? So schockiert gerade. Also wirklich... Ich habe mir diese Reaction gerade von Jimmy angeguckt, wo er sagt, natürlich versteht er alle, weil wenn man ein Wunschkind in die Welt setzt, dann soll man sich natürlich auch drum kümmern. Aber er wollte es ja nicht. Der liebe Gott ist groß und der sieht alles. Und unsere Familien wissen, dass dieses Kind geplant war. Ich finde das, also wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren, indem man sagt, er wollte das nicht. Ich, Leute, wisst ihr was? Ich will gar nicht mehr, dass er irgendwann seine Meinung ändert. Ich will das gar nicht. Er wird mein Kind nicht zu sehen bekommen. Ich habe ja immer wieder gesagt, meine Tür steht jederzeit offen. Sie ist geschlossen. Für immer und ewig geschlossen. Egal was passiert, da muss einiges passieren. Meine Tochter wird dieser Mann nicht sehen. Das ist für mich, ich finde es erschreckend. Mir fehlen wirklich die Worte. Also es gibt ja auch Fotos von der Schwangerschaft. Wie er meinen Bauch umarmt, wie happy wir sind. Das Foto mit dem Schwangerschaftstest, wo wir uns beide freuen. Es hat 4 Monate gedauert. 4 Monate haben wir daran gearbeitet, dass ich schwanger werde. Das wissen seine Freunde, das wissen alle. Wie kann man denn sowas sagen, nur um einer Person zu gefallen? Seiner Freundin. Kann sein, dass meine Emotionen jetzt aus mir sprechen. Aber
Er hat dieses wundervolle Kind einfach nicht verdient. Sie ist meine Tochter, mein Fleisch und Blut. Und einfach so ein bezauberndes kleines Mädchen. Und ich bin ihm so dankbar dafür, dass er dieses Kind gemacht hat. Und ich würde es auch niemals rückgängig machen wollen. Ja, das, was ich im Ohr habe. Super lustig, wie sehr er sich darüber ärgert, dass er die ganze Zeit benutzt wird für die dritte Staffel, dass er Thema ist. Und dann werden die ganze Zeit diese Schlagzeilen eingeblendet. Mein Freund, so ging es mir mit euch in der ersten Staffel, falls du dich dran erinnerst. Also sei es dir gegönnt. Und deswegen mache ich jetzt auch diese Story hier nochmal. Ich mache alle extra auf dein Video aufmerksam, was du gepostet hast. Damit sich jeder deinen Scheiß mal anhört und sieht, wie verblödet du eigentlich bist. Das ist ja noch. Dann regt er sich darüber auf, dass Kinder in dieser Staffel vorkommen. Dass man ein so junges Kind vor die Kamera setzt. Leute, erinnert ihr euch an die erste Staffel, wo ich bei KDRS drin war und gedreht habe und er das Sky-Team einfliegen lassen hat, um mit seiner Tochter zu drehen, wo er meine Tochter benutzt hat für die Aufmerksamkeit für die erste Staffel oder zweite Staffel, keine Ahnung mehr, wo das war. Er regt sich jetzt auf, dass die Kinder gezeigt werden und hat aber mit meiner Tochter gedreht, ohne dass ich das wusste. Das war auch damals ein Thema vor Gericht, weil ich das alleinige Sorgerecht habe und es gar nicht erlaubt war und ich wusste nichts davon. Ich bin aus dem Format gekommen und dann hat meine Familie mir erzählt, Jimmy hat hier gedreht mit Snow. Ohne, dass ich was davon wusste. I don't know. Vor allem, wenn jeder weiß, dass man vorher aktiv daran teilgenommen hat, um Vater zu werden. Und dann sagen, ja, unfreiwilliger Erzeuger ist man. How? How is that possible? Hat sie dich manipuliert, damit er Samenspender ist, damit dieses Kind entsteht? Hat sie dich vergewaltigt? Wenn man so eine Aussage trifft, dann hätte man definitiv noch eine Erklärung dalassen sollen. Als ich das erfahren habe, das war irgendwie tagsüber mittags relativ überraschend dann. Also es ist ja ein Wunschkind, wir haben das auf jeden Fall auch geplant und freuen uns natürlich tierisch. Bis vor ein paar Monaten haben wir halt auch gesagt, ja, wir gucken jetzt einfach mal, wann es passiert und ob es passiert. Und dann ist es dann doch schneller gegangen als gedacht. Was mir aufgefallen ist als Zuschauer, dass generell der Druck auf die Ochsenknecht seit der Trennung von Jeles definitiv sehr, sehr hoch ist. Jimmy Blue Ochsenknecht hat ja eine neue Beziehung zu Laura und ich weiß nicht, ob er aus dem Grund vielleicht nicht mitmachen wollte bei diesem Format, ob er wirklich einfach nur seine Privatsphäre haben will oder ob seine neue Beziehung einen Einfluss darauf hat. Durch die Aussage, die er getätigt hat im Internet, ist die Familie selbst sehr, sehr schockiert. Da gab es Cheyenne, also seine Schwester, die hat ein Video dazu gemacht. Und zum gestrigen Thema, was gestern passiert ist, ich glaube, wir alle wissen, was passiert ist und ich glaube, wir alle teilen die gleiche Meinung über die Aussage, die getätigt worden ist. Es gibt mehrere Aussagen, aber es gibt eine spezifisch und da stehe ich hinter euch allen. Ich glaube, wir denken alle dasselbe, haben alle dieselbe Meinung über diese Aussage, aber ich möchte mich dennoch zu einer Sache äußern und zwar eine Sache, die mich persönlich betrifft. Wenn Beweise oder Screenshots gezeigt werden, dann bestehe ich darauf, dass man sie vollständig zeigt und nicht etwas abschneidet oder zurechtschneidet, dass die Hälfte fehlt. Und das möchte ich einfach nur sagen. Ich möchte gar kein Fass aufmachen. Ich möchte auch gar nicht, dass die Presse wieder so berichtet. Ich möchte einfach nur sagen, dass ihr das wisst. Die Screenshots, die gezeigt worden sind, waren falsch. Die waren nicht vollständig. Und die Geschichten waren meistens aus dem Podcast. Ich möchte mich auch wirklich nicht groß dazu äußern. Ich habe das zwar die letzten Male jetzt immer gemacht, aber nach diesen ganzen Aussagen gestern und spezifisch nach einer bestimmten Aussage gebe ich diesem Thema einfach keine Plattform mehr. Ich möchte nicht mehr das irgendwie jetzt hier alles nochmal breit treten, weil wir, wie gesagt, alle, glaube ich, dieselbe Meinung dazu teilen. Ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, dass diese Screenshots, diese Chatverläufe, die da gezeigt worden sind, einfach zur Hälfte abgeschnitten waren und die Nachrichten, die er uns geschrieben hatte, wurden nie gezeigt, sondern nur die Nachrichten, die wir ihm geschrieben hatten und auch nur die Hälfte. Und ich möchte einfach nur, dass ihr das wisst. Ich will mich auch nicht rechtfertigen oder sowas. Ich möchte einfach nur klarstellen, dass diese Beweise oder Screenshots einfach nicht vollständig waren. Und ja, das ist alles, was ich dazu sage. Und ja. Anscheinend gibt es keinen Kontakt zu der Familie. Also zwischen Jimmy Blue Ochsenknecht und seiner Schwester, seiner Mutter und seiner Bruder. Es scheint wohl keinen Kontakt zu geben. Dennoch möchte ich sehr gerne eine Sache sagen. Ich weiß, dass wir heutzutage im Zeitalter des Internets leben und dass viele Sachen im Internet ausgetragen werden. Vieles bleibt halt einfach nicht privat. Ich denke schon, bis zu einer gewissen Grenze ist halt so, wie es ist. Es gibt genügend Menschen, die zum Beispiel über ihre Traumata erzählen und so weiter und so fort, was halt ihre Vergangenheit mit einschließt und Menschen, die in ihrem Leben auch Spuren hinterlassen haben, bla bla bla, was auch in Ordnung ist. Aber ich finde, es ist schon ein bisschen anders, wenn die Namen
gedroppt werden. Und wenn man ganz genau weiß als Zuschauer, worum es geht, in dem Fall um seine Mutter, um seine Schwester. Wisst ihr, was ich mir einfach nur denke? Ich denke mir einfach nur, dass die Mutter ihn privat einfach beiseite hätte ziehen können. Es ist gar nicht ihr Business, ihr Kind in der Öffentlichkeit zurechtzuweisen. Das ist meine persönliche Meinung. Auch wenn sie wahr sind, ist es eine Bloßstellung, auch in dem Sinne, wie sie es gesagt hat. Sowas geht meiner Meinung nach nicht. Wisst ihr, wie das so ungefähr ist? Sagen wir mal als Beispiel, mein Kind ist hier draußen, spielt hier draußen mit jemandem, mit einem anderen Kind, verhält sich scheiße, buttere ich mein Kind in front of das andere Kind runter. Und das geht meiner Meinung nach nicht. Ich bin mehr so, okay, ich ziehe mein Kind zur Seite, sage meinem Kind das, das und das. Und dann erwarte ich zum Beispiel von meinem Kind, dass er halt wenigstens zu dem Kind hingeht und sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir leid. Versteht ihr, wie ich meine? Ich hoffe, das ergibt so ein bisschen Sinn. Aber ich würde niemals, selbst wenn mein Kind falsch liegt, im Internet bloßstellen. Danach hat ja die Mutter Natascha Ochsenknecht noch ein Video gemacht, um ihren Sohn so ein bisschen in Schutz zu nehmen und hat eher auf die Leute gezeigt, die jetzt alle auf ihn draufgehen. Du. I don't know, was der Bullshit soll. So, meine Lieben, ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Jetzt mal was in eigener Sache. Ich werde jetzt hier nicht Partei ergreifen für irgendwas, sondern es geht mir darum, dass wieder irgendwelche Menschen, wie es natürlich immer ist, wenn mal irgendwas los ist, ne, aus ihren Löchern kommen, die sonst in den Medien überhaupt nicht mehr stattfinden, die verurteilen, die Mobbing betreiben, die Worte benutzen, die unter der Gürtellinie sind und die meinen, die natürlich alles wissen. Ganz ehrlich, Leute, wie ihr euch äußert, ja, das macht es nicht besser und es macht euch auch nicht besser. Ihr seid diejenigen, die teilweise schon verurteilt wurden, die im Netz selber angegriffen wurden, die im Netz so beleidigt wurden und sich darüber aufgeregt haben, wie schlimm das ist, gemobbt zu werden und dass die Leute doch gar nicht wissen, um was es geht. Und ja, wisst ihr was? Ihr macht genau das Gleiche. Ihr betreibt Mobbing im Netz, auch wenn es um Thema geht, was wirklich eine ganz wichtige Sache ist, wo man sich anders verhalten sollte. Aber ihr seid kein Deut besser, indem ihr solch ein Mobbing betreibt und rumhetzt und macht und noch kleine Ironie am Rande. Wenn ihr schon meint, ihr seid super schlau, Jimmy wird mit J-I-M-I geschrieben, ihr Schlauberger. Das Ganze ist unnötig und wäre ehrlich gesagt vermeidbar gewesen, indem einfach alle Parteien einfach zum Handy gegriffen hätten. Ich bin mir sehr sicher, dass sie noch alle ihre Nummern haben, okay, im Handy abgespeichert und sie hätten sich einfach gegenseitig anrufen können und das mal so aus der Welt schaffen können. Nochmal, damit ihr es nicht vergisst, am 15. hatte er diese Aussage getroffen, dann am 16. abends hat Jimmy Blue Ochsenknecht ein Statement rausgehauen oder eine Entschuldigung. Ich weiß nicht, was es genau ist. Für mich hörte sich das nicht wie eine Entschuldigung an, aber wir können uns das sehr gerne gemeinsam angucken. Geschrieben hat Jimmy Blue Ochsenknecht: Ich entschuldige mich aufrichtig für meine unangemessene Wortwahl gestern. Mein Ziel war es, auf die aktuelle Folge zu reagieren und die fortwährenden Unwahrheiten in der Show anzusprechen, auch wenn es ein sensibles Thema betrifft. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht perfekt bin und werde daher in Zukunft dieses Thema nicht mehr ansprechen, sondern mich auf andere Themen konzentrieren. Ihr habt absolut recht und das Wort des Kindes steht an erster Stelle und das Wohl des Kindes steht an erster Stelle. Ich habe absolut die falsche Plattform gewählt, um darüber zu reden. Im Prinzip, wisst ihr, was das übersetzt heißt, der letzte Satz? Ist like, okay, ich bleibe dabei, ich bin unfreiwilliger Erzeuger. Ich habe es einfach nur auf der falschen Plattform gesagt, ich hätte dafür eine andere Plattform nehmen sollen. Vielleicht Twitter, um dann darüber zu tweeten, dass ich der unfreiwillige Erzeuger meines Kindes bin. Mein Ziel war es, mich öffentlich zu äußern, meine Perspektive darzulegen, ohne etwas auszulassen. Dennoch werde ich mich verteidigen und reagieren, falls in der nächsten Folge weiterhin Unwahrheiten verbreitet werden. Die Reaction ist nun abgedreht, plus Untertitel, und wird zeitnah hochgeladen. Aus diesem Statement kann ich nicht wirklich eine Einsicht rauslesen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich es nur. Für mich hat sich das einfach nur so angehört. Okay, hey, diese Plattform war falsch gewählt, lass mich eine andere wählen und das Ganze einfach nochmal wiederholen. Die Frage, die sich jetzt alle stellen, ist, ob die neue Freundin Laura von Jimmy Blue Ochsenknecht dafür gesorgt hat, dass er sich so krass verändert. Es ist kein Geheimnis, dass Jimmy Blue nicht wirklich den Kontakt zu seiner Tochter gesucht hat. Dennoch möchte ich sehr gerne sagen, dass ich habe bei ihm das Gefühl, dass er versucht, andere für sein Versagen in seiner Erziehung schuldig zu machen, okay? Mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil er wahrscheinlich auch weiß, dass er auch so krass versagt hat, einfach Vater zu sein, einfach da zu sein für die Kleine. Und es scheint einfacher zu sein, mit dem Finger auf andere zu zeigen, anstatt
selbst zu reflektieren. So einen Eindruck bekomme ich von ihm. Was denkt ihr denn dazu? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare und ich bin gespannt, ob da noch ein Update kommt. Scheint auf jeden Fall zu beefen. Ich glaube nicht, dass das damit jetzt getan ist. Mal gucken, was noch in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen rauskommen wird. Und wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Ciao.